Dann mal wieder rein da. Ich weiß nicht wirklich, ob irgendeiner der Eingänge besser ist als der andere. Ich sehe es jetzt schon, kommen sie wieder eine Zeichnung machen muss. Aber ich verstehe das nicht. Letztes Mal ging das doch richtig gut. Sind wir einfach ein bisschen rumgelaufen, haben den dunklen Tunnel gefunden und dann wurde das immer. Ah, hellblau, sehr gut. Ja doch, gehen wir mal ruhig hier hin. Sobald wir in den Grünen kommen, gehen wir wieder zurück. Genau, wieder zurück. Blau. Aha, dunkler Raum. Sehr schön. Fackel. Benutze Fackel mit Tröte. Nein. Mit Drahtschere, Haarnadel, Kissen, Feuerzeug. Oh. Ja, da war was. Bei euch, da war was. Wir kamen aus dem raus, richtig? Ja. Okay, ich mache wieder eine Mini-Zeichnung. Die Räume sahen alle gleich aus. Also ein Raum, Tür, Fackel, hier brennt eine Fackel und da ist eine Tür. Das ist ein Raum. Die Tür bei der Fackel führt raus. Ausgang. Ich gehe jetzt in die rechte Tür. Es ist dunkel. Durchgang, Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Okay, ich komme in noch einen Raum mit einer Tür. Fackel, Tür. Und haben wir rechts einen Ausgang? Ja, haben wir. Okay, das ist jetzt Raum 2. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, komme ich zurück zu dem Raum mit der Fackel, die rechts brennt. Ja, okay. Das heißt, die beiden sind verbunden, Raum 1 zu Raum 2. Fackel brennt links, ich gehe wieder in die rechte Tür. Bin in einem neuen Raum. Der wird wieder... Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Ja, ist wieder so eine. Das heißt, irgendeine von den Türen da führt dann weiter. Ich zeichne aber trotzdem nochmal kurz. So. Fackel. Eine Tür. Du führst von Raum 3 zu der linken Tür. Fackel ist an. Fackel ist da an. Und ich denke, die wird jetzt wieder irgendwo zurückführen. Oh. Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Aha. Okay, neuer Raum. Die drei Türen, die bekannt sind. Zwei Fackeln, linke brennt. Und ein Totem. Das führt dahin. So, jetzt gehe ich mal in die rechte Tür hier rein. Oh, falsch. Gehe ich in die Tür rein? Stopp. Die Tür rechts führt in den grünen Bereich. Also raus aus diesem ganzen Zweierding. Das markiere ich mal irgendwie anders. Zu grün schreibe ich daran. Zu grün. So. Und die rechte Tür zu einer rechts brennenden Fackel. Und zwar zur linken Tür. Okay, ich hab's. Das heißt, wir sind wieder ganz am Anfang im ersten Raum. Die erste Fackel, die wir angezündet haben. Das heißt, hier geht es raus. Hier geht es jetzt zu einem Raum, also hier drin geht es jetzt zu einem Raum, wo wir links rauskommen, wo links die Fackel brennt. Und wo wir das letzte Mal hier weitergegangen sind. Das will ich diesmal aber nicht. Wir sind jetzt also in Raum 2 und ich teste die Tür. Haha, okay. Jackpot. Sehr gut. Alles markiert. Wir können jederzeit wieder hierher kommen. Jetzt hätte ich gerne... Benutze gelber Buntstift mit seltsamer Zeichnung. Da. Es fing da oben an.
Obwohl das hier wie eine Kurve aussah, aber na gut. Darum, darum, darum. Darum, darum, darum. Nicht da. So. Zeichnung vollenden. Klack. Jo. Nimm gelber Kristall. Oh ne, nimm Kristallscherbe. Flupp, Licht aus. Benutze. Ne, schalt ein Feuerzeug. Hat sich jetzt irgendwas verändert? Ist hier noch irgendwas aufgetaucht? Gehen wir ein bisschen zur Seite. Die Plattform sieht irgendwie kaputt aus. Benutze Plattform. Klappt so nicht. Okay. Die Statue sieht aus wie vorher. Und im Raum ist nichts Neues irgendwie aufgetaucht durch den Blackout. Nö, okay, dann raus hier. Dazu müssen wir hier hin. Jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir dahin, kommen in den ersten Raum. Und hier die rechte Tür ist der Ausgang. Das ist der Ausgang im blauen Bereich. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich vom blauen Bereich rauskomme, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber nur wahllos ein bisschen rumgehen, dann passt das. Gab ja drei Ausgänge. Lolala, Feuerzeug ist zu heiß, ja. Nein, wir wollen nicht hier rein. Wir wollen nur nach London. Also Annie könnte jetzt eigentlich schon mal nach London fliegen. Und dann treffen wir Zack da. Der gibt dir die zweite Scherbe. Geht sie vielleicht raus? Ja. Gibt dir die zweite Scherbe, dann füllen sie die Wache ab. Machen aus den beiden Scherben irgendwie... Das ist ein guter Punkt. Wie, ja. Also sie versuchen irgendwie aus den zwei Scherben dann den gelben Kristall zu machen. Im gelben Kristall, wusste ich, kann man sich in Tiere verwandeln. Oder in die Tiere reinversetzen. À la Seelenwanderung. Und damit können wir weitergucken. Nicht hier. Immer links. Was zur Hilfe war das? Ja, es war nur ein Tiger oder so. Immer links. Immer links. Jo, Mexiko. Benutze Ticketautomat. Wir würden gerne nach London. Wollen wir das? Müssen wir das? Wir könnten auch nach San Francisco, das ist wesentlich günstiger. Und könnten Annie das Ding in die Hand drücken. Aber nee, komm, ich will kein Risiko eingehen. Nicht, dass wir dann eine zweite Hand brauchen und dann sind wir einmal zu viel geflogen. Gehen wir einfach so nach London. So, dahin. Einen angenehmen Flug später. Und warten hier dann auf Annie. Benutze nicht ganz so volle Cashcard mit Ticketautomat. Das brauchen wir gar nicht. Benutze Ticketautomat. Nach London. 808, ja. So, Sektion 3. A7. Okay, komplett schwarz, Kreuz ohne Rahmen, zwei Balken nach unten und fast unendlich. Richtige Eingabe. So macht man das. Sehr schön. Gib mein Ticket. Und dann ab nach London. Und dann mit einem Katzensprung durch die Tür nach Stonehenge. Klick. So, Wechsel zu, zack, geh da hin. So, gib, wo bist du? Kristallscherbe zu, Annie. Das ist ein Teil des Geräts, sie muss echt alles kommentieren, kann das sein? Wir können es nicht benutzen, solange die beiden Hälften nicht verbunden sind. Richtig. Wechsel zu Annie. Gib Whisky zu Wächter. Mit ihnen teile ich gerne einen Drink. Das ist auch so eine Indiana Jones Anspielung. Also der
ich weiß nicht, welcher Film das war, wo sie mit dem einen Franzosen um die Wette säuft. Oh na gut, benutze Schalter. Zack. Was ist das jetzt für ein... Achso, das ist ein grillende Zirpen, wollte ich schon sagen. Benutze Drahtschere mit Zaun. Zip, 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 zip. So. Wechsel zu Annie. Gehe zu Stonehenge. So. Benutze Kristallscherbe mit alter Stein. Benutze Kristallscherbe mit alter Stein. Halt deine Hand drüber. Ja, genau das ist das Problem. Wechsel zu Zack. Was machen wir jetzt? Brotkrumen, Nasenbrille, Golfschläger, Schraubenschlüssel, Dichtungsband. Benutze Dichtungsband mit Kristallscherbe. Das klappt so nicht. Benutze Dichtungsband mit Altarstein. Benutze Feuerzeug mit Altar. Oh, hier ist eine Vertiefung. Also brauchen wir irgendwas anderes, was wir da wahrscheinlich reinstecken müssen. Haarnadel vielleicht. Damit ein Blitz einschlägt und das Ganze... Yo, Annie, geh mal da weg. Ich glaube, ich weiß, was gemacht werden muss. Versteck dich mal da hinter dem Stein, dass ich das so ein bisschen sehe. Wechsel zu Zack. Und dann benutze... Haarnadelschild. Mit Altarstein. Das klappt so nicht. Ja gut. Also es fehlt ein Gegenstand, aber ich glaube, wir können Annie hier parken. Die hat nichts mehr dabei. Nee, Buttermesser und Cashcard. Das heißt, Zack macht jetzt wieder einen wilden Trip um die Welt. Und versucht, irgendwo irgendwas zu finden, was wir da reinstecken können. Geh zum Flughafen. Das heißt, es ist Zeit, Geld auszugeben. Was haben wir da? In Mexico City waren wir. Kathmandu, Nepal und Kairo, Ägypten. Kairo. So. Einen angenehmen Flug später. So. Hier war die Sphinx, wo beim Fuß nichts war. Bei dem nicht. Und bei dem nicht. Doch, da. Benutze seltsame Zeichnungen mit gelber Buntstift. Ich mache einfach mal genau die gleiche Kritzelei, wie wir oben gesehen haben. Ich hoffe mal, das klappt. So. Bitte. Hat wohl nicht geklappt. Nein. Es gibt noch eine. Oder habe ich mich irgendwo verzeichnet? Eigentlich nicht. Kann man sich nicht verzeichnen. Nee, ist richtig. Okay. Hat wohl nicht geklappt. Schade. Und was war jetzt links in der Pyramide nochmal? Gucken wir. Gehe zu Pyramidentür. Rein. Achso, genau, hier war ein Durchgang und da war dann gleich ein Sarg. Benutze. Achso, was ist? Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Ja, und hier drin war nichts. Okay, also das hätten wir uns auch wieder sparen können.
gut, nicht gut, nicht gut. Okay. Da. Ich hätte mal abspeichern sollen, nachdem ich den Kristallsplitter gefunden habe. Aus. Also, hier nicht. Weg. Da lang. Das heißt, wir müssen gleich beim Flughafen gucken, wo wir dann noch weitermachen können.